Hallo liebe Bücherfreunde und willkommen auf meinem Kanal. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich meinen Want to Read für den Monat September für euch. Aber bevor es losgeht, wisst ihr ja wie immer die kurze Info. Irgendwo steht Dauerwerbesendung. Ich stelle euch Bücher vor, die könnten euer Kaufverhalten beeinflussen und somit wäre es Werbung. Ja, heute habe ich, wie gesagt, meinen Want to Read für euch für den Monat September. Er kommt etwas später. Normalerweise filme ich ja immer am Sonntag, aber wir hatten am Sonntag so tolles Wetter, dass wir kurzerhand ja, unsere Fahrräder gepackt haben und etwas weiter weggefahren sind und den Tag mit einer tollen Fahrradtour verbracht haben. Ja, nichtsdestotrotz zeige ich euch jetzt meine Neuzugänge und ich finde, ich habe wieder richtig tolle Bücher rausgesucht, wo ich schon richtig Lust auf drauf habe. Und ja, fangen wir mal mit dem ersten Buch an. Das ist ein neues Buch. Das ist von A.K. Turner und heißt Tote schweigen nie. Ich finde, ein sensationelles Cover. Hier sind so Blutstropfen drauf und die glänzen auch richtig wie Blut. Ich weiß nicht, ob das mit der Kamera rüberkommt, aber ich finde das Buch sensationell. In diesem Buch geht es um ja, eine Assistentin der Rechtsmedizin, nämlich um Cassie Raven. Cassie Raven fällt schon mal von vornherein durch ihr Äußeres auf. Sie ist schräg, sie ist natürlich Blicke gewöhnt, da sie einen Gothic-Look hat. Sie hat zahlreiche Piercings und Tattoos. Und sie unterscheidet sich auch noch in der Art und Weise, dass sie glaubt, dass die Toten mit uns sprechen in ihrer ganz besonderen Art. Sie seziert Körper und stellt halt fest, unter welchen Bedingungen die Toten gestorben sind. Und sie hat schon unzählige Körper seziert, aber bisher hat ihr das oder hat sie das auch noch nie aus dem Gleichgewicht gebracht, aber eines Tages liegt auf dem Tisch ihre frühere geliebte Mentorin und Cassies Chef behauptet, dass die Tote in einer Badewanne durch einen Unfall gestorben ist, aber der Körper der Toten erzählt ihr etwas ganz anderes und auch eine andere Geschichte. Ich finde, das klingt schon mal super spannend, schon alleine ja, die Person, die Akteurin klingt sehr interessant und hinten drauf steht, wie ein Punk-Superstar mischt Cassie Raven die Krimi-Szene gehörig auf. Das sagt Sarah Hillary. Also, es ist ein Thriller, ist im Drömer Knauer Verlag erschienen und kostet 16 Euro. Und ich bin richtig gespannt schon auf dieses Buch, weil das klingt mal ganz anders und eben auch ja, die Protagonistin eben. Ja, schauen wir mal, was das Buch uns so bringt. Dann habe ich aus dem Diogenes Verlag ein Buch von Bas Karst. Bas Karst hat auch, soviel ich weiß, Ernährungsbücher geschrieben, aber hier hat er sich mal an einen Roman gewagt, der heißt Das Buch eines Sommers, werde der du bist. Denn in diesem Buch im Mittelpunkt steht Nikolas. Nikolas hat eigentlich den Beruf verfehlt. Sein Traum war es immer, Schriftsteller zu werden, wie sein Onkel. Aber dann kam eben das Leben dazwischen und die Firma seines Vaters, Verantwortung, Termine und lauter Zwänge. Und ja, auch seine Ehe geht so ziemlich in die Brüche durch diese ganze Verantwortung und den Stress. Dann eines Tages stirbt sein heißgeliebter Onkel und er verliert im Grunde genommen den einzigen Menschen, der so richtig an ihn geglaubt hat. Doch überraschend findet er am unwahrscheinlichsten Ort den Schlüssel zu seinem Leben und der ihm wieder hilft, eigentlich zu dem zu werden, der er wirklich ist. Hinten drauf steht, warum scheitern so viele von uns an dieser Aufgabe, die doch offensichtlich die wichtigste im Leben zu sein scheint, zu werden, wer wir sind. Ja, klingt interessant, denn oftmals ist es ja wirklich so, dass viele Menschen durch irgendwelche Zwänge zu etwas gedrängt werden, was sie eigentlich gar nicht wollen und somit sich das durch ihr ganzes Leben zieht und irgendwann am Ende man feststellt,
ja, dass man unglücklich ist, dass eben das Leben nicht so verlaufen ist, wie man es sich gewünscht hätte. Ja, Bas Karst, das Buch eines Sommers, im Diogenes Verlag erschienen, kostete 22 Euro und ja, klingt doch nach einer tollen Geschichte. Ja, auf das nächste Buch freue ich mich natürlich auch sehr. Daniela Krien, ihr neuester Roman Der Brand, auch im Diogenes Verlag erschienen. Da geht es ja darum, dass Ehepaare, die auch nach über 30 Jahren Ehen, ja, immer noch glücklich sind und praktisch das oder mal beleuchtet wird, wie so Beziehungen eben sind. In diesem Fall geht es um Rahel und Peter. Sie sind fast beinahe 30 Jahre verheiratet, haben Kinder großgezogen und achten einander. Aber ja, wie das oft so ist in Ehen, leise und unbemerkt hat sich sozusagen die Liebe davongeschlichen. Und durch einen Sommerurlaub wollen sie feststellen, wie es eigentlich um sie steht, ob noch genug Liebe da ist und noch genug Respekt, um auch eben ja, den letzten Rest des Lebens miteinander zu gehen. Ja, klingt sehr spannend, interessiert mich sehr, denn wie gesagt, ich bin auch über 30 Jahre verheiratet und es ist ja nun mal so, dass man wirklich immer noch für seine Liebe und für seine Beziehung etwas tun muss, damit man eben nach wie vor miteinander lachen kann, Spaß haben kann, glücklich ist, miteinander reden kann und ja, eben dem anderen vielleicht auch seine Freiheiten oder sein Glück gibt, wo nach ihm so der Sinn steht. Hinten drauf steht: Vielleicht ist das die Kunst von Daniela Krien, diese distanzlose Wahrhaftigkeit ihrer Figuren, die berührende Intimität. Ja, sehr gespannt auf dieses Buch. Dann habe ich mir natürlich auch rausgelegt den neuesten Band von Kathrine Engbert. Diesmal steht nicht Thriller drauf, sondern Roman. Das Nest. Es ist ja die Serie um Annette, um Jeppe Körner und Annette Werner, so. Es ist ja der neueste Fall sozusagen, heißt Das Nest. Und zwar verschwindet an einem sonnigen Tag ein 15-jähriger Junge. Zunächst denkt man, dass er von zu Hause ausgebrochen ist, aber es gibt Anzeichen, dass etwas Schlimmeres passiert ist. Es wird auch eine Leiche eines jungen Mannes in einer Müllverbrennungsanlage gefunden. Und ja, daraufhin beginnen Annette Werner und Jeppe Körner ihre Ermittlungen. Und sie betreten, ich sag mal, unterirdische Gänge, verlassene Inseln und stoßen auf einsame Seelen und befremdliche Familiengeheimnisse. In diesem Buch wird halt diesmal die Jugend beleuchtet, wie sie heutzutage leben, was sie für Probleme haben. Ja, und ich kann es kaum erwarten. Die ersten drei Teile haben mir ja richtig gut gefallen. Und ich bin mal gespannt, ob sie die Spannung weiterhalten kann, die Kathrine Engbert. Und ob mir auch dieses Buch wieder richtig gut gefällt. Ja. So. Und natürlich möchte ich auch gerne weiterlesen in dem Leo oder in der Leo Wechsler Reihe. Ich bin jetzt bei Band 3, Die Tote von Charlottenburg von Susanne Ugoga. Die Geschichte spielt ja 1923 in Berlin. Und diesmal geht es um eine engagierte Ärztin und Frauenrechtlerin. Die wird eines Tages tot in ihrer Wohnung aufgefunden und ihr Neffe glaubt einfach nicht daran, dass sie an einem natürlichen Tod gestorben ist. Und sie hat sich zu Lebzeiten sehr viele Feinde gemacht. Ich denke mal, nichtsdestotrotz ja, gibt es da einiges zu entdecken. Wahrscheinlich, weil sie eben auch eine Frauenrechtlerin ist, die ja, zu dieser Zeit, glaube ich, von vielen Männern nicht so gern gesehen wurde. Und Leo Wechsler und sein Team ermitteln wieder. Ich bin sowas von gespannt. Wie gesagt, die ersten beiden Bücher haben mir richtig, richtig gut gefallen. Wieder hat Susanne Goga, Zeitkolorit der 20er Jahre, einen spannenden Fall und ein bisschen historische und medizinische Nachhilfe zu einem
attraktiven Krimi zusammengefügt. Auch die geschilderte Mordmethode ist erfrischend originell, das sagt der Spiegel. Spannend, authentisch, wunderbar erzählt, das sagt Rebecca Gabé über die Leo Berlin-Reihe. Und ja, ich bin auch wieder gespannt wie ein Flitzebogen und hoffe, dass mir auch dieses Buch wieder richtig gut gefallen wird. So, und als letztes zum Lesen habe ich mir rausgesucht Von hier bis zum Anfang von Chris Whittaker. Das Buch ist im Piper Verlag erschienen und soll auch eine richtig gute Geschichte sein, denn sie spielt in Kalifornien, in Cape Haven. Das ist so eine beschauliche Kleinstadt vor dem Panorama von Küstenfelsen. In diesem vermeintlichen Idyll geht es um die 13-jährige Duchess. Die zieht so ziemlich ihren Bruder alleine groß, denn ihre Mutter, ja, der geht's nicht gut. Sie leidet unter Depressionen und ist wohl auch Alkoholikerin, denn sie hat nie verwunden, dass ihre Schwester vor 30 Jahren ermordet wurde. Und eines Tages ist es soweit, der angebliche Mörder kommt nach 30 Jahren aus der Haft und das, ja, ohnehin schon am seidenen Faden hängende Familiengefüge scheint auseinanderzubrechen. Denn, ja, wie das oft so ist, die Vergangenheit holt einen ein bis ins Heute. Und ich denke mal, dass Duchesse ein ganz starkes Mädchen sein muss und dass sie die Vergangenheit auch prägen wird. Viele haben es schon wohl gelesen und ich habe schon viel Gutes davon gehört und deswegen bin ich auch richtig gespannt auf dieses Buch. So, Leute, das sind die Bücher für meinen One to Read. Ob ich alles schaffe, weiß ich nicht. Interessieren tun mich die Bücher alle. Ich freue mich auf alle. Und einige sind ja auch nicht ganz so dick, aber manchmal sind gerade die etwas dünneren Bücher auch sehr klein geschrieben. Ich freue mich auf die Bücher und bin ganz gespannt, und was mich so erwartet. Ja, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Schreibt mir doch mal, was ihr alles so diesen Monat lesen wollt und ob ihr vielleicht von den Büchern welche kennt oder auch schon gelesen habt. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ansonsten hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und ich sage Tschüss, macht's gut, wir sehen uns.